Doch, die bauen was ab. Das Lager ist voll, okay. Dann brauche ich unbedingt einen Handelsposten. Wo war der? Der war auch hier, glaube ich. Handel. Handelsdepot. Ah, doch, kann ich mir leisten. Das ist natürlich cool. Ja, ich würde das direkt hier nebenan bauen. Will ich nicht wissen, was bei denen krumm ist. Gut. Müllabfuhr. Wenn wir die hier unten platzieren. Direkt in das Rathaus. Oh Mann. Das sollte erstmal reichen. Die haben erstmal eine Lagerhalle. Ich werde da noch ein zweites Müllauto einstellen. Wenn ich das Geld habe. 5000, ja, das geht. Wir machen wirklich durch den Handelsposten, machen auf jeden Fall richtig gut Geld. Verdammt. 4 Müllwägen sollte eigentlich reichen. Wir haben jetzt noch nicht so viel. Okay, und die Feuerwache. Weil hier brennen ja die Gebäude alle nieder. Oh, hier brennt ja alles. What the fuck, ey. Alter. So einen Großbrand hatte ich aber noch nie. Ja, jetzt ist es unbedingt eine Schule und eine Feuerwehr. Und ein Krankenhaus. Da oben sind sie unhappy. Unhappy. Okay, also machen wir zuerst den Krankenwagen. Die Klinik. Die würde ich auch hier an die Hauptstraße direkt bauen, dass sie direkt halt überall hin können auf die Schnelle. Wie verhält sich das? Die kommen auch bis da hoch. Ne, die kommen überhaupt nicht bis da hoch. Ja, müssen wir noch eine Querstraße hier reinbauen unbedingt. Und dann würde ich das auf die Seite setzen. Weil das Gebäude wird ja eh wieder abgerissen. Okay, und dann bauen wir hier noch eine Querstraße rein. Wo ist denn meine Maus? Da. Die Maus, sie spinnt gerade ein wenig. Jetzt haben wir nicht genug Geld für die Straße oder wie oder was? Ach, da ist ja Park. Das ist blöd. Da müssen wir es leicht schief bauen. Hilft nichts. Dass am Park vorbeiführt. Und schon wieder brennt ein Gebäude. Wir müssen unbedingt, müssen wir jetzt gucken, dass wir Geld bekommen für die Feuerwache. Hätte ich fast zuerst bauen sollen. In der ganzen Stadt liegt Müll verstreut. Ja, das weiß ich. Die Müllabfuhr ist da. Gucken wir mal auf die Straße. Wenn nicht, muss ich sie wieder abreißen. Einfach, dass die Müllabfuhr schneller da ist. Weil wenn die erst außen rumfahren müssen, dann brauchen die ja wieder einen ganzen Tag. Okay. Einwohnerstadt 1. Was ist das für ein geiler... Die geile Kreuzung. Mann, crazy. Die Laternen sind ja auch abgespaced, ne? Okidoki. Ja, Gebäude brennen. Lichterloh. Ja, das macht den Grisor froh. Nee, natürlich nicht. Ja. Wir haben offene Stellen noch der Mittelklasse. So, steigen die jetzt in die mittlere Klasse auf? Natürlich nicht. Okay. Da muss ich wohl oder übel noch einen Park bauen. Haben wir hier ein Basisgebäude? Das Action-Orama. Bauen wir hier mal das Action-Orama hin. Ah, obwohl es Gebäude brennt, sind die jetzt happy geworden. Steigen da jetzt welche auf? Natürlich nicht. Einen kleinen Gartenteich kann man jetzt auch machen. Jawohl, das würde mir gefallen. Aber aufgestiegen ist da keine Sau, ne? Okay, wir brauchen jetzt die Feuerwehr, wir haben genug Geld. Denn man sieht ja, die Gebäude brennen da immer lichterloh, lichterloh. Und dann werden wir natürlich eine Bümmel aufs Dach machen, denn dann sind die etwas schneller noch unterwegs für die erste kleine Feuerwehr. Was sagt das Krankenhaus? 7 von 10 werden behandelt, okay. Und da haben wir Vorrat für 39 Monate.
Hier geht der Vorrat langsam zur Neige. Dann haben wir die kaputten Gebäude. Oh, jede Menge Trümmer. Eieiei. Okay, aber jetzt haben wir schon mal eine kleine Feuerwehr. Das ist ja schon mal was. Oh je, es brennt. Würde ich auch sagen. Wo bleibt denn die Feuerwehr? Ah, da kommt sie. Gut, dann brauchen wir unbedingt eine Schule als nächstes, damit da weniger Feuer entsteht. Eine Grundschule. Ah, die würde ich auch fast hier an die Hauptstraße bringen. Bisschen Platz lassen, dass die Gebäude sich entpuppen können. Ey, und wir haben eine Schule. Freuen sich natürlich alle. So, dann brauchen wir Haltestellen für die Schule. Also für den Bus. Wir wahrscheinlich eh gleich erweitern, weil das nicht reichen wird. So, das sollte erstmal reichen an Haltestellen. Hier noch eine. So, der Rest muss halt laufen. Aber hier entwickeln sie sich schon mal ein bisschen. Geschlossen, hier werden Arbeiter gebraucht. Das sind die Geschäfte, die sich entwickeln. Schön, dass die Arbeiter sich entwickeln, aber nicht die Wohnhäuser. Zwei Arbeitslose haben wir, jawohl. Offene Stelle, das heißt, wir können eigentlich noch... Und wir sind der Kohlekönig. Mein Gott, wir sind der Kohlekönig. Mörder auf freien Fuß, eieiei. Dann brauchen wir auch eine Polizia, aber wir haben natürlich... Oh, das ist bestimmt das, dieses, genau. Achso, wir erreichen nicht alle Brände. Die Gebäude brennen ab. Wir brauchen mehr Löschfahrzeuge. Aber ich habe kein Geld für ein Löschfahrzeug. Nee. Aber wir könnten... Ich könnte gleich einen Kredit zurückzahlen und einen großen dafür aufnehmen. Und dann den zweiten halt auch reduzieren quasi. Müssen dann auch unbedingt in den nächsten Folgen unsere Industriestadt bauen. Einfach damit wir halt eine Stadt haben, die wirklich dick Geld einbringt. So, komm, gib mir Geld. Zahltag. So, wir zahlen den zurück. Und nehmen... Oh, wir können sogar den großen aufnehmen, jawohl. Zahlen den auch zurück. Okay, und jetzt haben wir ein bisschen Geld zum Tillern, dann können wir auch eine Polizei bauen. Würde ich auch sagen, dass wir es in die Reihe und Glied hier bauen. Okay, und wir brauchten noch eine zweite... Ah, Krankenhaus ist auch voll. Ist die Kohle schon gleich verbraucht. Nein, jetzt passt das da nicht hin. Verdammt. Nein. Oh, wieder Let's Fail hier. Geld kriegen wir auch nicht wieder. Jetzt passt das da auch nicht hin. Ja, das wird ja gleich abgerissen. Ja, dann kann ich das mal gerade nicht ändern. Ah, ich sehe schon, das ja ist im Weg, das Gebäude. War natürlich jetzt sehr sinnvoll, was ich gemacht habe. Das haben wir, das haben wir. Oh nein. Was mache ich denn? Jetzt habe ich... Oh Mann. Jetzt ist unser Kreditgeld gleich futsch. Ich habe eine zweite Klinik gebaut. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon kaputt gelacht haben. Oh Mann. Ja, ich bin immer so ein bisschen verpeilt. Französische Polizeiwache jetzt aber. Ja, ich habe auch so ein paar DLCs. Französische Polizeiwache. Deutsches Städteset. Französisches. Britisches. Dann Mediamarkt, Digital Deluxe, Gedöns und Scheißzeug und alles mögliche habe ich da. Nicht alles, aber so gut wie alles. Okay, hier können wir noch einen Park hinbauen. Ich will nicht, nee, wir können erstmal keinen Park bauen, wir sind nur 61 Mark im Plus, das ist schlecht. Wir brauchen definitiv, wir haben genug verfügbare Jobs. Ich glaube, die haben einen verhaftet. Ich würde gerne mal hier die... Das da. Die Straße mal upgraden. Weil ich glaube, dann entwickeln sich auch die Gebäude weiter.
Wahrscheinlich erzählt der Chris wieder Scheiße, aber egal. So, reicht das mal. Die Schule hatten wir, aber die Schule ist natürlich voll besucht. Kann der Chris noch ein Klassenzimmer bauen? Jawohl. Ja, wenigstens das klappt. Und noch ein Bus? Alles klar. Jetzt macht er Minus, der Chris, das ist schlecht. Er muss die Gebäude, die Leute zufriedener stimmen. Zumindest haben wir hier schon mal keine Slums mehr. Raubüberfall im Gange. Überall läuten die Alarmglocken. Kommen die Verbrechen damit durch? Wie viel klauen sie? Welche Schuld trifft den Bürgermeister? Was? Ich? Ah, die nix Schuld. Das kostet natürlich auch minus 100. Wir machen immer noch Verlust. Irgendwie, ich komme gerade nicht wirklich hoch. Aber die Müllabfuhr. Ah doch. Jetzt entwickeln sich die ersten Wohnblocks hier weiter. Da haben wir schon eine riesen Unterkunft. Darone. Dann kriegen wir jetzt irgendwann mehr Einwohner und auch mehr Steuern somit. Mörder auf freien Fuß. Jawohl. Möchten Sie erfahren, benachteiligte Müller für Unterstützung können? Nein, danke. Mal ganz kurz umblättern, denn ich spiele alleine. Und dann würde ich sagen, Kamelienbühl braucht Simoleons. Laden. So, sind wir mal kurz in Kamelienbühl. Da können wir mal kurz schauen, was die Ressourcenkarte da gesagt hat. Hier gibt's auch wieder kein Öl, okay. Das heißt, hier wird auch eine Einwohnerstadt. Okay. Das wird hier auf jeden Fall nur eine Einwohnerstadt. Da brauchen wir jetzt auch keine Industrie bauen. Die sollen dann halt hier nach in unsere erste Stadt kommen zum Arbeiten. Auch wieder eine große Straße bis runter. Und dann werden wir mal sehen, wie wir das jetzt handhaben. Wir wollen ja auch mal was Vernünftiges machen. Nehmen wir mal diese Straße. Gerade. Und da möchte ich jetzt gleich einen Kreis hinbauen. Also so eine Kreisstraße. Und hier auch. Denn jetzt wollen wir ja mal hier nicht so langweiliges Larifari-Gedöns machen, ne? Jetzt dreh mal die Karte, ich sehe nämlich die Straße gar nicht. So. Wunderbar. Genau, so wollte ich das haben. Und hier genauso. Ach, wir haben kein Geld mehr. Okay. Können natürlich hier auch Kredit aufnehmen, weil diese ganzen Sachen gehen ja für die ganze Region. Ich tue hier mal das hochmachen. Meine Jobs können wir ja hier auch hinbauen, das ist ja nicht das Problem, aber zum Arbeiten sollen die auf jeden Fall woanders hingehen. Und dann würde ich sagen, dass wir... Entweder so rum? Ne, das ist zu krass. Oder? Komm, was soll's. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir hier trotzdem... der Wind... zieht nach oben ab, okay... Nein, wir haben die Kreisstraße ausgewählt. Gucken wir nehmen erstmal hier einen Kredit auf von 100.000 gleich. Wollen wir gleich mal auf die Kacke hauen. Wir haben immer noch die Kreisstraße ausgewählt. Ne, nehmen wir gleich diese Straße. Wenn wir es haben, dann haben wir dieses Geld, ne? Okay, Wassertürmische. Würde ich dann... sagen, dass wir den hier hinstellen. Ja, und Strom. Wie stark weht denn der Wind hier? Windkarte. Steht da irgendwie da die Stufe? Nein, natürlich nicht. Okay, dann wollen wir mal schauen. Windkarte, wenn ich die jetzt da hinstelle. 7 km/h. Ist natürlich nicht optimal, aber wir wollen hier eine saubere Stadt bleiben, ne? Hier haben wir 8 km/h.
Hier haben wir 7 km/h, 8 km/h. Nö, das wieder hier oben werden wir so ein paar Windkraftwerke bauen. Wir produzieren hier sauberen Strom. Kostet 8001. Kann man die erweitern? Upgraden? Oh ja, das ist ja so wie eine Straße, okay. Was ist das? Ein Windkraftschild. Und da haben wir einen Windstromverstärker, aber den können wir noch nicht bauen.